willkommen. Was mein ist, ist auch dein. Das klingt doch fast zu schön, um wahr zu sein. Und ist es tatsächlich meistens auch. Nehmen wir mal als Beispiel das liebe Geld. Das kann zu so einer riesigen Hürde werden. Und über die zu springen, das wird schwierig, wenn man es zu zweit machen muss. Dein, mein, unser, ich will nicht ums Geld streiten, darüber reden wir heute Nachmittag. Denn Geld ist ein Thema, über das man in einer Beziehung mitunter des Öfteren streitet. Maria hatte 3 längere Beziehungen und Geld spielte immer eine sehr wichtige Rolle. Immer mit dem Ergebnis, dass sie danach weniger hatte als vorher. Hier ist die Maria. Schön, dass du da bist, liebe Maria. Wir reden heute über das Geld, über das liebe Geld, das bei dir in den Beziehungen immer eine Rolle gespielt hat, zumal du danach immer weniger hattest als vorher. Fangen wir mal an mit der ersten Ehe. Wie war das da? Wie wurde das Finanzielle geregelt in der ersten Ehe? Ja, bei mir war das so, der Mann sagte, ich verwalte das Geld. Damals war es noch so, dass wir das Geld direkt in die Hand bekommen haben. Und ich habe das immer brav nach Hause gebracht und der liebe Mann hat es mir abgenommen. Es war dann auch so, dass ich nicht mal Geld für ein Brot zu kaufen hatte. Also ich musste ihn dann immer fragen. Mein Mann, der war sehr nett, hat anderen gerne geholfen, wobei es dann keine Rolle gespielt hat, ob das mein Geld ist oder sein Geld. Das war unser Geld. Wieso hast du denn das mit dir geschehen lassen? Warst du noch sehr jung oder warst du einfach sehr verliebt? Ja, es war einfach so bei mir. Ich war bei Pflegeeltern aufgewachsen und da habe ich auch das Geld der Pflegemutter nach Hause gebracht. Die hat es auch aufbewahrt, man hatte Vertrauen. Ja, und man dachte sich eigentlich nichts dabei. Also du hast es so gelernt und deswegen hat das einfach der Mann übernommen und du dachtest, das ist normal so. Das war für mich normal, ja. Und da denkt man ja, ja klar, gehört ja zusammen. Man ist zusammen und es gehört zusammen. Das heißt, ihr hattet eine Gemeinschaftskasse, er hat auch gearbeitet? Ja. Okay. Ja. Wie lange warst du verheiratet? Ich war insgesamt 7 Jahre verheiratet und insgesamt 8 Jahre zusammen. Und wieso kam es dann zur Trennung? nicht nur wegen dem Geld. Das war schon auch ein Grund. Aber dann ist seine Freundin eingezogen. Seine Freundin? Seine Freundin. Schön. Das heißt, ihr habt dann eine Beziehung zu dritt geführt? Nicht lange, ich bin dann gleich ausgezogen. Du bist ausgezogen und sagst aber, danach hattest du weniger Geld als davor. Warum? Es war ja so, ich habe von dem Geld, das mein Mann an sich genommen hat, eigentlich nicht mehr wirklich viel bekommen. Und es haben sich Schulden angehäuft. Bei der Scheidung habe ich dann einen Großteil der Schulden mit übernommen. Mhm. Ja, und ich habe viele, viele Jahre auch noch die Schulden für meinen Mann bezahlt. Da kommst du nicht raus, wenn du unterschreibst. Das geht nicht. Kannst du machen, was du willst, mitgehangen, mitgefangen. Du hast aber ein zweites Mal geheiratet, ne? Ja, das war damals so, meine Wohnung war sehr teuer, die hat um die 5000 Schilling gekostet und ich habe das Gefühl gehabt, du kannst in Österreich nicht alleine leben. Ich war damals Verkäuferin und habe so 8600 Schilling verdient. Zudem habe ich alle 3 Monate 12.000 Schilling nach Bremen überwiesen für die Schulden, die ich mit meinem ersten Mann angehäuft hatte. Ja, und dann bin ich zusätzlich noch arbeiten gegangen, ich bin putzen gegangen. Und es reichte vorne und hinten nicht. Ja, und meinen zweiten Mann, den ich dann kennengelernt habe, wie er das erste Mal bei mir war, habe ich den Kühlschrank aufgemacht und habe gesagt, ich habe nicht viel zum Essen. Und er hat den Kühlschrank voll gemacht. Das hat mir sehr imponiert. Ich habe gedacht, ciao, endlich ein Mann, der etwas gibt. Das heißt, das war ein Mann, der dich finanziell unterstützt hat. Habe ich zuerst gedacht. Aha. Zuerst. Ab wann hat er dich dann nicht mehr unterstützt? Warum bist du dann draufgekommen, dass er es nicht gemacht hat? Ja, also mein zweiter Mann war ein Rumäne. Mhm. Er wollte natürlich die Papiere, so quasi Deal, wir heiraten. Ich habe jemanden, der mir hilft. Und er bekommt die Papiere und kann dadurch arbeiten. Aber dann, wie er das alles bekommen hat,
bin ich wieder auf den Zahlungen alleine sitzen geblieben und er hat sein Geld für sich alleine ausgegeben. Er hat mir zwar keines weggenommen, das nicht, aber er hat doch nichts dazu gegeben. Na gut, wenn er nichts dazu gibt und du den Kühlschrank weiterhin voll machen musst, ne, bleibt dir auch weniger. Genau. Unterm Strich. Wie lange warst du da verheiratet? Also ich war zwar insgesamt 7 Jahre verheiratet, habe mich aber nach einem Jahr Ehe getrennt, räumlich, musste dann aber auf die automatische Scheidung warten. Gut. Jetzt würde man sagen, man macht einen Fehler, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel, aber du hast dich noch in eine dritte Beziehung gestürzt. Ja, und die dritte Beziehung, die hat sich sehr gut entwickelt, auch vom Finanziellen her. Da habe ich auch gleich gesagt, wenn du mit mir lebst, dann bitte bezahlst du mit. Mhm. Also da habe ich dann gelernt, die ersten Male, dass ich da nicht so konsequent war und einen Riegel vorgeschoben habe, lag einfach daran, dass ich nicht genug Selbstwertgefühl hatte und auch noch nicht gelernt hatte, anderen Menschen Grenzen zu setzen. Mhm. Also ich habe das zugelassen. Es kann nur immer so lange passieren, solange ich das zulasse. Ja, es ist eh schön, dass du dahinter gekommen bist und das Aber ich habe lange gebraucht. Naja, eh. Na du, ich meine, ein Muster, oft erschaffen es Menschen gar nicht, ein Muster zu durchbrechen. Ja, da bist du ja eh, hast eh eine super Entwicklung gemacht. Das ist eh bewundernswert. Ich meine, jetzt bist du ja von deinem dritten, hast du dreimal geheiratet oder war die dritte Beziehung nur eine Beziehung, also nur eine Partnerschaft? Ich habe dreimal geheiratet. Dreimal geheiratet. Dreimal. Jetzt nach deiner dritten Scheidung, jetzt steht da Single. Wie würdest du es denn machen, wenn jetzt ein Partner käme? Also wie geht's dir jetzt finanziell? Hast du das alles, hast du dich derrappelt? Also ich habe alle Schulden wegbezahlt. Ich habe nicht nur die Schulden in Bremen bezahlt. Ich habe dann, als ich das zweite Mal verheiratet war, noch einmal einen blauen Brief bekommen von der Bank in Wien, dass mein erster Mann übernehmen hätte sollen, dass ich innerhalb von 2 Wochen weitere 100.000 Schilling bezahlen soll. Mhm. Schwierig. Ja, da war ich zuerst sehr verzweifelt. Da habe ich erst überhaupt nicht gewusst, was ich tun soll. Was macht man? Man weint. Das ist meine erste Reaktion. Ich habe wirklich geweint. Ich war so verzweifelt. Dann habe ich mich mit der Bank in Verbindung gesetzt und die haben dann gesagt, okay, ich soll sofort 1.500 Schilling bezahlen. Und dann habe ich monatlich, also glaube ich, immer mit 1.500 Schilling viele Jahre auch noch bezahlt. Also ich habe alles abbezahlt. Das Schlimme an der Geschichte ist, dass du keinerlei Einblick hast, wie viel Schulden hast du noch. Denn die Bank gibt dir keine Auskunft, wenn das nicht dein Konto ist. Und wie ich gedroht habe, ich stelle alle Zahlungen ein, habe ich endlich erfahren, wie viel noch offen ist. Mhm. Und da waren es Gott sei Dank nur mehr eine Rate von 2.600 Schilling. Ich bin im Jahr 1990 geschieden worden, und habe bezahlt bis in die Jahre 2000 rein für meinen ersten Mann. Maria, jetzt hast du daraus gelernt. Wenn jetzt in Wirklichkeit wäre es schön, wenn du einen Partner endlich bekommen würdest, der dich auch finanziell unterstützt, nicht? Also der dich ein bisschen... Ich muss ehrlich sagen, ich brauche keinen Partner, der mich unterstützt. Ich habe das jetzt wirklich alleine super geschafft. Ja, aber der dich mal verwöhnt. Er musste ja nicht, du hast es eh geschafft, aber ich meine, der auch mal was übernimmt. Ne? Ja, also das ist für mich Voraussetzung, dass der Mann also fähig ist, auf eigenen Beinen zu stehen und sich selbst ernähren kann. Würdest du jetzt, du bist jetzt in einer Wohnung, das ist glaube ich eine Eigentumswohnung, eine Eigentumswohnung, gell? Miete verlangen von einem Partner also oder Haushaltsgeld teilen? Ja, bist du für gemeinsame? Ja, unbedingt, unbedingt. Getrennte Kassen? Getrennte Kassen auch unbedingt, ja. Okay. Bin ich absolut dafür. Na, schauen wir mal, was mein nächster Gast sagt. Wenn mich eine Frau fragt, was ich arbeite und wie ich wohne, dann kenne ich mich schon aus, sagt der Miki, weil dann ist er nämlich eine Staubwolke. Hier ist der Miki. Fragen dich die Frauen das gleich, was du machst, was du arbeitest, wie du lebst? Na, aber im Zuge eines Gesprächs, wenn man wem kennenlernt, habe ich teilweise schon Erfahrungen gemacht, dass ziemlich direkte Fragen in die ersten 5 oder 10 Minuten schon kommen. Und ich glaube, das sagt mir was. Weil da fange ich zum Nachdenken an und denke mir, hoppala, was will ich jetzt von mir? Will denn nur mein Geld? Nein, nicht das Geld, aber
ich habe auch schon einige Erfahrungen gemacht mit dem Ganzen und es hat sich halt dann herauskristallisiert, dass teilweise schon ziemlich viel Berechnung im Spiel ist. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Also punkto Geld und Partnerschaft. Na, da muss ich jetzt weit zurückdenken. Da war ich ziemlich jung noch. So war meine erste Partnerin, mit der ich zusammengezogen bin. Wo wir ein bisschen eingerichtet haben, die Wohnung und alles. Und ja, es ist halt dann so eine Drängerei, wie man heiraten, ein Kind und hin und her. Ihre Eltern haben wir immer recht schön da und verwandt und mal dies und Micky dies und hin und her. Und dann ist halt einmal von ihr die Frage gekommen, du, wie schaut es denn aus mit dem Heiraten und so? Ich gesagt, Moment einmal, das braucht Zeit, das muss ja reifen. Das kannst man nicht jetzt anschaffen oder was, das muss von selber kommen. Und ein bisschen lustig natürlich auch gemacht, so wie ich halt bin, habe ich gesagt, und ohne Ehevertrag heirate ich sowieso nicht. Ja, dann hat es einmal zum Nachdenken angefangen und wie meinst du das, was ist jetzt das genau? Was dir gehört, gehört dir, was mir gehört, gehört mir. Also es kann keiner wem irgendwo was nehmen. Weil ich in Elternhaus aufgewachsen bin, ich habe ein Haus und so. Und das Thema war erledigt. Am zweiten oder dritten Tag, glaube ich, sowas, haben die Eltern gekommen und haben es dir in den Lock geholt. Und hast du je erfahren, was sie dann über dich gesagt hat? Nein, die Eltern wollten das Dirndl irgendwo gut unterbringen. Na und gut, wenn es gepasst hätte, wenn das die große Liebe gewesen wäre, weißt du, dann wäre das ja okay gewesen, dann kann man sich ja was gemeinsam aufbauen, oder? Ist es nicht so, weil ich bleibe entweder allein, okay, dann habe ich das Geld, kann es selber verwalten, kann darüber entscheiden, oder ich gehe eine Partnerschaft ein und da ist doch ein Miteinander schön. Eine Partnerschaft heißt ja, ich mache alles mit dem Partner. Dann kann ich ja auch eine Gemeinschaftskasse haben und wir bauen uns was gemeinsam auf. Das ist doch schön, ein schöner Gedanke. Gemeinschaftskasse, über das haben wir nirgendwo, das war sicher nicht das, was ich will. Jeder hat sein Geld, jeder steht auf seine Füße und jeder trägt seinen Beitrag dazu. Das wäre eigentlich der ideale Partner, gell, Maria? Von der Einstellung zum Geld. Nein, weil das sind nicht alle Männer so wie du. Wobei, jetzt bist du ja wieder verliebt, gell? Eine ganz kuriose Geschichte. Ja, ganz kurios, ja. Ganz, aber auch irgendwie romantisch. Erzähl mal, wie war das? Es ist ungefähr so wie im Film, das mit dem Dollarschein, wo sie die Adresse und die Telefonnummer draufschreibt. Aber meine Begegnung war im Lechwald beim Hundespaziergang. Am 19. Juli 2008. Ich bin da einem Mann begegnet und das hat mich umgehauen. Ich kann diesen Mann nicht vergessen. Unsere Wege hatten sich gekreuzt. Wir wollten eigentlich aneinander vorbeigehen. Er hat aber dann den Mut gefunden und ist mitgegangen. Nur die Sache hatte einen Haken. Ich hatte einen großen, schlanken Blonden neben mir. Hund oder Partner? Das war gar nicht mein Partner, das war einfach ein Bekannter, den ich zum zweiten Mal getroffen habe, der neu zugezogen war. Aus Deutschland ist er gekommen, ist nach Graz gezogen und kannte niemand. Und ich habe den einfach über eine Zeitung kennengelernt. Aber irgendwie seid ihr in Kontakt gewesen, nicht? Ja, er hat, also ich habe auch einen Hund, ich habe ihn eigentlich so entdeckt, ich habe meinen Hund angeleint, auf einmal sehe ich zwei Beine. Ich denke mir, was steht denn der da? Ich habe mich gewundert, warum da jemand einfach stehen bleibt. Der Grund war, er hatte auch einen Hund. Okay. Und auch einen Rüden. Und ich habe ihn dann von den Beinen nach oben angesehen, so flüchtig, wie man das halt macht. Und komischerweise hatte ich da überraschend den Gedanken, jetzt bin ich aber neugierig, wann die Liebe in Erscheinung tritt. Ich weiß gar nicht, warum mir dieser Gedanke gekommen ist. Ich habe ihn von den Beinen nach oben angeschaut. Und auf einmal denke ich, jetzt bin ich aber gespannt, wann die Liebe endlich in Erscheinung tritt. Dann schaue ich ihm in die Augen. Und wow, das hat mich, das war so wie Telepathie. Ich habe gedacht, was, du? Er hat gedacht, ich habe das telepathisch bekommen, er. Was, du? Es hat uns beide umgehauen. Dann sind wir gestanden, wir haben nicht mehr aufhören können, uns anzuschauen, bis ich mal gedacht habe, oh, da ist ja noch einer. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Hund ist eifersüchtig, tschüss. Ja, das war... Na, und was ist jetzt seitdem? 5 Jahre sind vergangen. Ich habe ihn nicht wieder getroffen. Als er sich verabschiedet hat, hat er mich angesehen und er hat telepathisch, bitte sag was, bitte sag was. Und ich telepathisch, was soll ich denn sagen? Bitte sag du was.
Es also, kam nichts. Also ich hab's ein bisschen vielleicht lang geschaut, irgendwer, oder? Jeder hat gewartet, bis der andere irgendwas tut, ja. Und dann ist nichts geworden. Und dann. Das tut mir zu leid für dich. Ja, für mich auch. Also, wenn der junge Mann jetzt gerade zuschaut und sich denkt, Jösses, ja, oder jetzt über Telepathie verbunden ist mit dir, dann wäre es schön, wenn er sich meldet. Einen Golden Retriever, der 11 Jahre alt war. Was, wer? Der? Einen Golden Retriever. Einen Golden Retriever, der 11 Jahre alt war. Aha. Und er wohnt irgendwo am Waldrand. Aha. Im Lechwald. Wir wohnen gleich da unten, hat er gesagt. Aha. Ja, du musst einmal suchen gehen. Habe ich gemacht, ich habe ihn nicht gefunden. Aber vielleicht wäre das ein potenzieller neuer Partner, der die halbe Miete zahlt. Oder der dich einlädt, am Waldrand in seinem Haus zu leben. Das wäre cool, ich würde Haus am Waldrand. Wer weiß. Du, Miki, zurück zum Thema Geld. Würdest du Miete verlangen? Beim Zusammenleben, wenn wir Miete, ich halte das an, dass jeder trägt seinen Beitrag, sagen, ich habe es immer so gemacht. Wenn wir zusammen im selben Haushalt leben, sie besorgt den Einkauf, sie macht das drumherum und ich mache den Rest. Was heißt, du machst den Rest? Ja, das ganze Zahlen, sagen wir, von Miete, Betriebskosten, das ist eh doppelt. Du zahlst doch keine, du zahlst doch keine Miete, das ist ja dein Haus. Ja, nein, darum sage ich ja, einen gewissen Beitrag leistet jeder und ich handhab das so, weil das ist irgendwo mehr wie gerecht aufteilen. Na gut, aber wenn sie für das Essen aufkommt, dann ist das ja vielleicht viel mehr, dass sie geben muss als deine Betriebskosten. Das macht ja nichts aus, wenn es da Haus. Das glaube ich nicht, das muss ja auch irgendwie gezahlt werden. Dann wäre es nicht gescheiter, alles in einen Pott zu schmeißen und durch zwei zu teilen? Das glaube ich nicht, weil dann würde die Partnerin ein bisschen schlecht aussteigen. Und das will ich nicht. Ich habe mich noch nie an irgendwen bereichert oder irgendwas verlangt. Ich sage einfach, ist das für dich okay? Das ist okay, passt, Thema ist erledigt. Aber glaubst du, dass du so einfach eine Frau finden wirst? Möchte nicht jede Frau finanziell verwöhnt werden, ein bisschen? Also wenn der Mann schon anfängt, pass auf, du kümmerst dich um das Haushaltsgeld, also du besorgst alles und zahlst alles, was wir hier brauchen zum Essen und Kosmetikartikel, ich erledige den Rest. Und das schreibt da jede Frau gerne und sagt, okay, das machen wir so. Das war bis jetzt noch nie ein Problem. Okay. Das war noch nie ein Problem. Weil ich stehe auf den Standpunkt, wenn jeder arbeiten geht, jeder trägt seinen Beitrag zum Leben, dann ist es wohl gerecht, dass man ein bisschen was leistet. Weil es kann nicht sein, dass irgendwer kommt, du wohnst schön, da gefällt mir. Und sagt, und da müssen wir aber ein bisschen was tun. Das Haus muss erhalten werden. Das ist Arbeit, Garten und. Okay. Das sind dann die wenigsten, dass da was zum tun ist. Auch schön wohnen. Da haben sie gleich dabei. Das aber heißt, es ist ein bisschen was, man muss ihn mit einbringen auch. Ne? Das heißt, und im Endeffekt bin eigentlich ich der was eh fast alles macht. Ich habe kein Problem, das ist bei mir die Erziehung. Ich habe einen Spaß dabei, mir macht es gern, aber ich sehe es auch gern, wenn sie mich einbringt. Okay. Weil wenn man nur die Füße da nicht tut und sagt, ah nein, ich habe eh gearbeitet, heute freut es mich nicht, dann sage ich, okay, passt. Ja. Und Urlaub und so, würdest du sie schon einladen? Auf einen Urlaub? Es kommt immer darauf an. Wenn zum Beispiel mich wer fragen würde, du, da und da, da darf ich schon gern hinfahren. Du wirst eher da hinfahren wollen. Du, können wir da mal einen Urlaub machen? Sag ich sicher. Wenn es uns taugt, fahren wir da hin. Aber ich hab gerade so kein Geld, nicht? Das zahlst dann eh du, oder? Dann fange ich schon ein bisschen zum Nachdenken an. Sag, du gehst ja arbeiten. Ja, ich brauche mein Geld für was anderes. Ich meine, das finde ich dann nicht so korrekt. Also ich würde schon, also ich liebe es, Leute zu verwöhnen, auch Geschenke zu machen. Ich habe das in meiner dritten Partnerschaft sehr, sehr gerne gemacht. Und für mich wäre das auch drin, dass ich so, okay, ich lade dich zum Urlaub ein. Also so denke ich dann schon wieder. Denn wie heißt das so schön? Geschenke erhalten die Freundschaft. Jein. Jein. Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, wo eigentlich alles egoistisch wird, jeder schaut auf sich selber. Ja, du ja auch auf dich. Für mich ist das Wichtigste, was es für mich gibt, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schon fast ein Fremdwort geworden, das Miteinander. Jeder bringt sich ein und man sollte den anderen das Gefühl geben, das passt, damit wir das miteinander machen. Nicht so quasi, mich freut sich, aber du tust das jetzt. Ne? Also, dass mir die Frage nicht beantwortet, würdest du sie auf den Urlaub einladen, wenn sie die entzückendste Person auf der Welt wäre? Ja oder nein? Nein. Okay, danke. Das ist auch eine Antwort. Mia kommt jetzt. Mia wäre, glaube ich, nicht wirklich die ideale Partnerin von Miki, denn sie will von einem Mann verwöhnt werden und wie eine Prinzessin behandelt werden. Hier ist die Mia.
Mia, warum wäre der Mickey wohl nichts für dich, was das Finanzielle betrifft jetzt? Ich bin auch eine sparsame Frau. Also ich spare sehr, ich arbeite sehr viel auch zu Hause, Haushalte und draußen zu Hause, vom Garten bis alles. Und ich denke mir, dass glaube ich nicht, dass du so der Typ bist, der so richtig das Arbeit angreift, handwerklich so. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht, du liegst? Liege ich falsch? Du liegst ganz falsch. Nein. Ich bin am Betrieb aufgewachsen, von Jugend her arbeiten müssen, schier Tag und Nacht. Das war meine Erziehung, es war eine harte Schule. Aber ich habe eins gehabt, ich habe das erst später mal gesehen, so die harte Zeit. Ich habe immer die Chance gehabt, dass ich Geld verdienen kann. Ich habe gewusst, wo das Geld herkommt und was dafür tun müsst. Und ich habe immer einiges erschaffen und geleistet. Aber es ist von nichts ist nichts gekommen. Darf ich nur kurz unterbrechen? Ich möchte wohin, in eine Richtung, sonst frage ich so nicht. Ja. Und du hast mir meine Frage immer noch nicht beantwortet. Ich frage dich so lange, bis du meine Frage beantwortest. Mickey wäre nicht ein Partner für dich, weil er dich wahrscheinlich nicht behandeln würde wie eine Prinzessin, oder? Er ist kein Mann, kann schon sein, der eine Frau verwöhnt finanziell. Weil er möchte ein Miteinander. Und du möchtest doch einen Partner haben, der dich finanziell auch verwöhnt. Hattest du ja auch in deinem Leben. Männer waren ja. Genau, die dich verwöhnt haben, die das Geld, die Finanzen übernommen haben, die fürs Geld da waren. Und ja, genau. Also ein Teil schon, ja. Und jetzt frage ich den Mickey, sind das berechnende Frauen oder einfach gescheite Frauen, weil sie wieder was geleistet haben dafür? Ob es gescheit oder berechnend ist, auf jeden Fall wird sicher mal vielleicht der Punkt kommen, wenn es solche Männer nicht mehr gibt, die was sagen, nein, das mag ich nicht mehr, du verdienst dein Geld selber und schau, dass du auf eigene Füße stehst. Wenn ich verwöhnt werde jetzt, irrsinnig lang in mein Leben und auf einmal reißt die Phase ab, und du musst wirklich für dich selber kämpfen, schauen, wo du selber tagtäglich das herkriegst, dann würdest du irrsinnig schwer tun. Wofür muss denn Mia der Mann aufkommen? Was muss er alles zahlen? Naja, also ich habe mich immer auf einen Mann verlassen früher, wo ich dann noch von der Arbeit her nicht so viel verdient habe. Und nachdem mein Ex-Mann, also der zweite, ich war schon zweimal verheiratet, nachdem er so gut verdient hat und so, haben wir sich schon mehr leisten können und von Urlaube und so. Das war ein anderer Punkt, wieso ich mich dann scheiden habe lassen, weil es ein bisschen auch viel unterwegs war. Und das heißt, er hat das Haus bezahlt, er ist fürs Essen aufgekommen, er hat das Auto gekauft. So in die Richtung. Ja, so in der Richtung, ja. Genau. Also Maria, du brauchst einen Mann, der Geld hat. Du brauchst einen, du willst einen. Will das nicht jede Frau? Ja, also mich macht das Geld schon sicher. Weil ich kann das nicht nur von heute auf morgen leben, das will ich nicht. Oh. Darf ich dich was fragen? Bekommst du auch Unterhalt von deinem ersten geschiedenen Mann? Ich selber nein. Also mein Kind, die Unterhalt, die Alimente. Ne? Ja. Okay. Ja. Also stehst du im Grunde genommen schon auf eigenen Beinen. Mit 30 bin ich nur mit einem Kind und die Mama, was mir also geholfen hat. Also als Kindermädchen, habe ich auch erteilt. Also kannst du jetzt sagen, du stehst komplett auf eigenen Beinen, ohne dass du Hilfe brauchst? Ja. Aber wenn du jetzt einen Mann kennenlernst, der viel Geld hat, was bietest du dem Mann? Ich kann das... Gute Frage. Man kann es überall hingehen mit mir. Und also ein Aufputz für den Mann. Eine gute Hausfrau, es ist jetzt, seit ich selbstständig bin, arbeite ich auch sehr viel und so. Aber du wirst dich freuen, weil jetzt kommt ein reicher Mann zu uns gleich, der neben dir Platz nehmen wird. Das ist ein Finanzberater. Also Markus hat jeden Tag mit Geld zu tun und hat sogar schon einige Bücher darüber geschrieben. Hier ist der Markus.
Markus, wie ist es mit dem Geld? Viele Paare streiten ums Geld, da heißt es, es ist mein Geld, das ist dein Geld, da gibt es kein Unser. Sollte man es am besten regeln, die Sache mit dem Geld? Was mich überrascht, ein Wort ist heute noch gar nicht gefallen. Liebe. Ja, darüber reden wir heute auch nicht. Wir reden heute mal übers Geld. Also das Wort Liebe habe ich vermisst bis jetzt. Im Endeffekt sage ich, wenn man einen Partner gefunden hat, was perfekt passt, und ich habe das Glück, dass ich perfekte Frau gefunden habe für mein Leben, wirklich ist für mein Leben, dann stellen sich viele Fragen gar nicht. Man sieht das wirklich gemeinsam. Man plant das Leben auch gemeinsam. Und wenn die Werte stimmen und wenn die Richtung stimmt und die Ziele die gleichen Ziele sind, arbeitet man gemeinsam und sind am gleichen Strang. Das heißt, ihr habt ein Gemeinschaftskonto. Genau. Obwohl du mehr verdienst als sie, zahlt sie Hälfte, Hälfte. Wir haben beide ein Einkommen, wir zahlen beide das Einkommen auf, ich bin Unternehmer und mein Unternehmerlohn zahle ich auf das gemeinsame Konto. Aber Gemeinschaftskasse heißt, ich gebe mein Gehalt in die Kasse, genau. Du gibst deins in die Kasse. Richtig. Und aus dieser Kasse werden alle Rechnungen bezahlt. Genau. Also Miete, Auto, Sprit, Essen, Urlaub etc. etc. Investitionen, Waschmaschine, Küche, wurscht. Genau, das nennt man Familie. Ja, ja. Und wenn sie sich was kaufen möchte, Schuhe, Schmuck, Friseur, Kosmetik, was auch immer, nimmt sie es einfach aus der Kasse. Bei diesen Dingen sind Frauen immer teurer als Männer. Alles andere wäre, glaube ich, eine Illusion. So, Männer geben dann Geld aus fürs Auto. Also eine Frau gibt unter dem Jahr wahnsinnig viel Geld aus für Kosmetikartikel. Wir müssen ja auch schön sein für euch. Friseur, Nagelstudio, Solarium, geschissene Geschichte. Meine Frau ist und dann kommt der Mann daher und kauft sich um 40.000 ein Auto. Auf einen Schlag. Ja. Wir sind ein perfektes Paar. Meine Frau ist auch ohne Kosmetik schön. Und sie ist keine... Und sie ist keine, die in dem Bereich verschwenderisch ist. Mein teuerstes Auto bisher hat 7.000 Euro gekostet. Ich würde mir nie ein Auto über 10.000 Euro kaufen, weil es ein Gebrauchsgegenstand ist, schadet ums Geld. Ich finde aber die Einstellung hervorragend, dass er endlich mal ein Mann ist, der sagt, das Auto ist mir nicht das Wichtigste. Dann schaut ums Geld. Es muss fahren können, es muss fahren können. Und damit ist aber klar, ich meine, natürlich kann man jetzt anfangen, Groschen reiten, aber ich sage, wenn man in dem Bereich Partnerschaft das langfristig betrachtet und wenn man sich ähnlich ist, dass wirklich das Fundament hundertprozentig stimmt, wenn die Werte passen, dann passt es übertrieben jetzt ein verschwenderischer Mann mit einer sparsamen Frau oder umgekehrt eh nicht wirklich zusammen. Miki, klingt doch toll eigentlich. Und es wirklich funktionieren sollte, man ergänzt sich gegenseitig und das Gefühl ist immer da, dann wird sicher, so was du angesprochen hast, sicher vielleicht ein Thema im Hintergrund einmal werden. Ja, das hast du vorher nicht gesagt. Jetzt auf einmal klingt es interessant, wo der Markus drüber redet. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es interessant klingt. Ich habe gesagt, wann die Chemie passen sollte. Es hat halt leider bei mir Liebe. Das spricht man nicht einmal aus. Nein, Liebe ist ein Wort, mit dem man irrsinnig vorsichtig umgehen sollte. Weil ich kann jedem sagen, Ma, Schatzi, ich liebe dich. Und im Hinterkopf denkt man schon wieder, was will ich jetzt? Oder was will ich von mir? Und da fängst du schon zum Denken an. Liebe ist... Liebe muss man fühlen. Die fühlt man, oder? Das muss gespüren und ja, und das aber Liebe macht genauso blind und blöd. Du hast das gesehen bei der ersten Ehe. Ne? Das war nicht Liebe. Na, was war es denn dann? Ich habe einen geheiratet, damit ich nicht allein bin. Oh. Das waren die falschesten Gründe überhaupt, meine Damen und meine Herren. Erstens, dass man nicht alleine bleibt. Der zweite Grund, weil ich gedacht habe, ich kann allein nicht leben. Falsch gedacht, ich kann das hervorragend, perfekt, perfekter, am perfektesten. Ja, und das dritte Mal... Nein, jetzt sag das so laut, wenn der am Waldrand da jetzt zuschaut, mit dem der Retriever, sofern der Hund... Der ist es. Sofern der noch lebt, der Hund, meine ich jetzt, ja. Also, wenn er mir wieder begegnen soll, dann wird er mir begegnen, wenn die Zeit bereit ist. Ja, deswegen sag nicht so laut, dass du alleine leben kannst. Du kannst gar nicht alleine leben. So, jetzt kommen wir zu dem Beispiel Haushaltsbuch. Genau. Wer bitteschön führt ein Haushaltsbuch von euch? Das du magst? Keiner. Du tust es. Was steht da drin? Da wird einfach nur grob eingegeben, Wohnen, Lebensmittel, Fahrzeugkosten, diese Dinge, um einen Überblick zu behalten, wofür geht eigentlich wie viel Geld hinaus jeden Monat. Das heißt, da steht dann zum Beispiel Essen, also Lebensmittel und dann ist zu viel ausgegeben worden und dann schaut man, warum ist da zu viel ausgegeben worden im Monat. Und da könntest du dann genau wissen, wir sind zu oft essen gegangen oder wir haben halt zum Beispiel, zu oft Gäste aber eingeladen. Auch um die Budgetplanung, einfach zu wissen, okay, unternehmerisch muss ich auch planen, was möchte ich verdienen in Zukunft. Ich kann es ja
gestalten unternehmerisch ein bisschen, wie viel ich arbeite, umso mehr verdiene ich auch dementsprechend. Einfach einmal für so einen Überblick für dich selber, dass du weißt, schau so und so viel das Kosten haben wir. Das kommt einer so im Groben, da muss man nicht auf jeden Euro umeinander reiten, aber einfach einmal ein grober Überblick. Und weißt du, wie viel Geld du im Geldbörsel hast? Oder im Sakko, ich weiß nicht, wo du. Also jetzt habe ich mein Geld ja schon draußen lassen. Ja. Schlecht! Mit dem Handy. Mit dem Handy. Ja. Normalerweise ein paar hundert Euro. Ein paar hundert Euro? Ja. Aber auf den Cent genau weißt du es nicht? Nein. Wisst ihr, wie viele? Ich habe normalerweise fast nie Geld mit, weil ich meistens nicht einkaufen gehen mag. Ich mag nicht einkaufen gehen. Ich schwöre. Du musst davon was leben. Ich kaufe nur das ein, was ich wirklich brauche. Und manchmal habe ich eine Einkaufswut. Was ich brauche, ist auch subjektiv, klarerweise. Frauen Lebensmittel und Männer denken, dass sie unterschiedlich sind. Und zweimal im Jahr habe ich die Einkaufswut, dann kaufe ich mir Kleidung. Das habe ich zweimal im Jahr. Da habe ich einen richtigen Anfall. Was meinst du damit brauche? Ist das so, Frauen brauchen eigentlich nichts und kaufen trotzdem ein? Na, was wir kaufen, Männer wie Frauen, sind eigentlich Gefühle. Was wir kaufen, ich kaufe jetzt kein Auto, weil ich jetzt chemisch die Metalllegierung analysiert habe, aus dem das Auto gebaut ist, sondern weil mir das Gefühl, ist es für die Familie Sicherheit, ist es für mich Prestige, was auch immer, damit vermittelt. Warum kaufen Frauen Kerzen, also diese Duftkerzen und Dekorationsgeschichten? Ja, weil es einfach Stimmung, Emotion, Entspannen, Wohlfühlen, diese braucht Dinge. Man aber nicht unbedingt. Was braucht man? Ja, was braucht Essen, man? Trinken, Dach über dem Kopf, wenn wir in einer Gegend wohnen, wo man sonst erfrieren würden. Das heißt, wenn du dir was kaufen möchtest, überlegst du, also kaufst du es nicht gleich, sondern schlafst einmal drüber. Klopapier, was brauche ich? Oder sind noch 3 Euro in der Hand? Das klingt mir aber zu trocken, das Ganze. Was klingt trocken? So gestalten, also das ist, weiß ich nicht. Also nein, es gibt Bereiche, die wirklich wichtig sind. Also bei Lebensmitteln achten wir beide auf regionale Produkte, auf Bioprodukte, auf Fairtrade-Produkte, wo andere sagen, boah, da geben wir sicherlich mehr Geld im Monat aus, weil uns die Qualität wichtig ist. Mhm. Bei anderen Dingen sagt man, okay, ich denke jetzt nach, ob ich WC-Papier Taschentücher kaufe. Das ist ein normaler Verbrauchs- und Gebrauchsgegenstand. Aber was mich jetzt bei dir, was mir jetzt übergeblieben ist, ja, war dieses, was brauche ich? Ja? Genau. Am Ende des Tages, wenn man einkaufen geht, braucht man das unbedingt, was man gekauft hat. Und das ist ein sehr schöner, quasi schon so Übergang zu meinem nächsten Gast. Weil, was sich hinter der Geschichte verbirgt, getrennte Kassen, 15 Autos, ein Boot und ein Haus, das werden wir gleich erfahren nach einem kurzen Päuschen. Am Donnerstag, wenn der Finanzierungsplan versagt, wird der Traum vom Eigenheim zum Albtraum. Du fährst in ein Loch rein und weißt momentan gar nicht, wo du landest. Für andere wird die Krise zur Chance. Es gibt welche, die sind Erster und es gibt welche, die sind nicht Erster. Angst ums Haus. Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich dann immer wollen. Am Schauplatz, Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2. Unser Ich will nicht ums Geld streiten, mein Thema heute Nachmittag. Wenn Sie mich kennen, wissen Sie, ich halte von Studien nichts. Aber sie sind so schön, man kann so schön drüber reden. Und es gibt also Studien, warum streiten Menschen? Sie streiten, also Paare, sie streiten in erster Linie wegen der Zeit. Also du verbringst nicht genug Zeit mit mir, deine Hobbys sind die wichtiger, deine Freunde sind die wichtiger etc. Das ist ein wichtiger Bereich. Wenn Kinder da sind, streitet man der Kinder wegen. Wenn sie klein sind, wegen der Erziehung. Wenn sie größer sind, weil sie da Geld brauchen. Und wir sind schon beim dritten Thema, Geld. Geld ist ein Reizthema in jeder Beziehung. Jetzt fragen wir uns heute, was ist gescheiter? Getrennte Kassen oder Gemeinschaftskasse? Getrennte Kassen sind keine Garantie für Einigkeit. Das weiß die Ingrid aus eigener Erfahrung. Herzlich willkommen. Getrennte Kassen sind auch nicht die Lösung? Nein, absolut nicht. Wieso? Also, am wichtigsten ist ja Gemeinschaftskasse schon auch. Und getrennte Kassen, das habe ich mir jetzt falsch ausgedrückt, also ich bin nur für getrennte Kassen und nicht für... Man kann ja Ersparnisse auf ein Gemeinschaftskonto geben, aber grundsätzlich... Wie war denn das bei dir in deiner ersten, zweiten Ehe? Wer hat die für ein Auto? Zweite Ehe. Zweite, ja. Wie war das da? Ja, also bei mir ist es auch so, wie es bei mir geht. Ich wohne in einem Haus und es hat einen großen Hof, große Garagen.
Und nachher bin ich draufgekommen, dass das eher ein Grund mit war, dass wir geheiratet haben von ihm her. Die ersten Jahre waren ganz gut. Und dann, durch das, dass er in der Autobranche gearbeitet hat, hat er immer wieder so gewisse Unfallautos gekauft, hat er die dann nachher gerichtet. Entschuldige, getrennte Kassen oder Gemeinschaftskasse? Getrennte. Getrennte Kassen, okay. Also Auto gekauft und? Hergerichtet, Unfallautos und wieder verkauft. Das Geld ist dann in die Gemeinschaftskasse, was eben für Haushaltsgeräte oder was immer hergenommen worden ist, eingezahlt worden. Also Gemeinschaftskasse gab es auch? Zwei getrennte Kassen, jeder ja. Ein getrenntes Kassen und eines, wo praktisch, wenn mehr Geld von einer Seite gekommen ist, ist es dort eingelegt worden für größere Ausgaben. Aha, was ja. War das da zum Beispiel? Wo das Geld reingekommen ist? Na, größere Ausgaben. Waschmaschine, Zahnspange für die Kinder. Okay. Und, aber nicht der Urlaub. Weil und wer hat die Lebensmittel gekauft? Wer hat die Betriebskosten bezahlt? Das ist geteilt worden. Also da haben wir uns genau die Rechnung aufgehoben, wie viel ausgegeben worden ist im Monat oder einfach monatlich zu bezahlen ist. Das haben wir uns genau 50-50 geteilt, obwohl er mehr verdient hat, natürlich wie ich. Okay. Aber immer... Gut, also wir sind bei den Autos geblieben. Auto gekauft, repariert, verkauft. Hergerichtet, verkauft. Das ist mit Gewinn. Mit Gewinn. Gut. Das ist ein paar Jahre gut gegangen. Ja. Irgendwann hat er immer wieder Autos gekauft und nicht mehr hergerichtet. Die sind dann auch immer teurer geworden und schön. Und durch das eben, dass wir so einen großen Hof haben und zwei große Garagen, bis am Ende dass der ganze Hof voll war und es waren am Schluss 15 Autos. Und, Museum. Ja. Und das sind Unsummen und dann bleibt einfach für die Familie kein Geld mehr. Das geht nicht. Weil wenn man als Mutter Teilzeit arbeitet... Und was hat er gemacht mit den 15 Autos? Es ist sagenhaft. Er hat mit jedem Auto wieder angefangen, keines fertig gemacht mehr am Schluss. Es waren zum Teil auch sehr teure Autos dabei. Und dann auf einmal beim Haushaltsgeld auch noch geknausert. Das, was man aber eh 50-50 zu gleichen Teilen... Aber warum machst du es nicht so wie die Mia? Sie sagt, sie möchte Prinzessin sein. Sie möchte einen Mann, der das Gros der Kosten übernimmt. Nein, das möchte ich nicht, weil ich möchte auf eigenen Füßen stehen und ich möchte niemanden fragen, wenn ich mir jetzt irgendein Lederjacke oder sonst was... Wenn man das Geld hat, dann man gibt mir immer mehr aus, um das geht. Was ist schon... Ich meine, sicher ein Mann wird das immer ja, das ist fein, wenn ich so einen Mann kennenlerne, der mich an. Der was von sicher sagt, okay, Schatzi, kriegst du ein Cabrio zum Geburtstag nicht. Ja. Aber nichts dagegen, ist super. Aber ich lege es nicht drauf an und ich bin da auch sehr also streng beim Geld. Aber getrennte Kassen haben nur Leute, die sich nicht vertrauen, sagt der Sepp, mein nächster Gast. Herzlich willkommen. Sepp, warum glaubst du das, dass getrennte Kassen nur Leute haben, die sich nicht vertrauen? Das gibt's gar nicht. Ich kann keine getrennte Kassen, wenn ich Vertrauen habe. Das haben sie alle, haben da. Drei auch. Dann haben sie zu wenig Vertrauen. Also, ich möchte dazu sagen, wenn Geben und Nehmen sich die Waage halten, dann ist es in Ordnung. Aber wenn jemand dazu neigt, dem anderen viel zu viel zu nehmen und dem anderen wenig gibt oder gar nichts gibt, dann ist das nicht in Ordnung, so wie es bei mir war. Deshalb, ich habe einen absoluten Horror, abhängig zu sein. Ich möchte niemals abhängig von einem Mann sein. Ich möchte das nie wieder sein. Ich war es mal, aber ich möchte nie wieder so etwas sein. Du warst nicht wirklich abhängig. Du hast ihm ja ständig Geld gegeben. Du warst eigentlich... Ich bin du hast ihn ja nie Bremen gefragt. Gezogen. Ey, aber du hast ja nicht gefragt, darf ich Geld haben, sondern du hast es ihm gegeben. Ja, lange Zeit ja. Und danach auch wieder. Aber jetzt möchte ich mit dem Sepp kurz reden, weil der Sepp jetzt so neu auf der Bühne ist. Ihr habt keine getrennten Konten gehabt? Nie. Nie. Aber ich glaube, die Maria, die ist, ihre Beziehungen sind alle vorherig geschlossen worden. Und es ist viel besser... mehr zu geben, als zu nehmen. Ich glaube, das ist aber eine Generationsgeschichte. Es wird aber vielfach dann sicher ja, mein Haarfarb sagt das aus. Wer das merkt, aha, der gibt gern und jetzt können wir den ausnutzen. Den Partner. Ich meine nur den Partner. Ja, ne? Ja. Wie war denn das bei dir zu Hause? Oder wie ist das bei dir zu Hause? Wir sind mehr als 40 Jahre verheiratet, hat nie getrennte Kasse gegeben, nur um heiraten. Mein Geld, dein Geld, unser Geld. Und wenn du uns brauchst, nimmst du, in Ladl ist es drin, das Biertaschel, man fortgegangen hab sie. Das hat bis jetzt funktioniert. Und das beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Und da waren sehr viele Damen im Haushalt, gell? Ja. Wie viel? Sieben. Sieben Damen? Wer war denn da alle?
Ja, die Töchter, die ja. Mutter, die Tante und der Sommergast, die Erbtante. Aha. Super. Das heißt, du warst der Hahn im Korb viele, viele lange Jahre. Ja. Und jetzt hättest du ja nur mehr deine Frau und du übergeben. Warum diese Haarfarben? Ja, aber du hast noch Haar. Also die sind noch da. Ne? Und wie war das mit dem Geld? Hast du die Damen verwöhnt? Warst du der Einzige, der das Geld nach Hause gebracht hat? Eigentlich schon. Ja. Nicht nach Hause. Das ist gemeinsam erwirtschaftet worden. Ich habe den groben Umfeld gewusst und die finanziellen hat meine Frau erledigt. Okay. Aber da war halt Vertrauen da, ne? Bis heute. Ja, ne? Und das geht es nicht. Gleich, Markus. Und deine Frau ist auch eine Frau, die nicht wirklich gern Geld ausgibt. Gell? Das Gott sei Dank. Ja, eh. Aber da bist du derjenige, der dann sagt, gib's aus, kauf da was Schönes. Nein, richtig. Wir brauchen das. Und jetzt habe ich zum Beispiel das erste Mal als Weihnachtsüberraschung einen Sparverein für sie bezahlt. Und du hast gesagt, das gehört nur für dich. Geh her auf, hat sie gesagt. Markus. Es muss beides sein. Also wir haben gemeinsames Haushaltskonto, aber auch sehr wohl auch kleine getrennte Konten, weil ich werde das Geburtstagsgeschenk für meine Partnerin nicht vom Gemeinschaftskonto zahlen. Dann sieht sie, was ich wann, wo, wie für sie gekauft habe. Das heißt, es gibt Dinge, wo ich sage, da möchte ich Geld ausgeben, um sie zu überraschen oder nicht danach bei der Haushaltskontobesprechung. Wir denken, okay, das war mein Luxus jetzt und sie genauso. Wenn sie sich was gönnt, muss sie auch danach jetzt nicht immer. Also jeder braucht, glaube ich, bin überzeugt davon, einen gewissen Bereich, wo er ganz alleine frei verfügen kann, aber das gemeinsame Leben, die gemeinsamen Werte und Ziele mit dem gemeinsamen Konto. Also ich glaube, es ist beides notwendig. Wieso funktioniert das heutzutage nicht so in den Partnerschaften mit dem Geld? Ich glaube, das ist ein bisschen eine Zeiterscheinung. Die schnelllebige Zeit und das gegenseitige Vertrauen. Wir haben kein Wirtschaftskonto. Wir haben eine Geldbörse gemeinsam. Jeder hat seine eigene, aber da ist das Geld drinnen. Ein Kontostand, meine Frau regelt das und wenn wir es brauchen, gehen wir auf die Kasse und das funktioniert. Der Egoismus wird immer ausgeprägt in der heutigen Zeit. Also da muss ich jeder schaut im Endeffekt auf sich, nicht jeder, aber sagen wir, sehr viel schauen auch sie selber, von dem nehmen wir jetzt was von denen. Und wenn mir der Mensch jetzt nichts mehr geben kann, dann suche ich mir vielleicht einen anderen, weil es kommt immer wieder aus selber raus. Ja. Ja. Das ist keine Partnerschaft. Aber schau, genau, weil da fängt man an, über das Vertrauen ein Vertrauen in der heutigen Zeit zu erarbeiten. Ja, aber sie hat ja dem ersten Mann vertraut und ist auf den Mund gefallen. Auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Das Problem bei meinem ersten Mann war in erster Linie, dass er mit Geld nicht umgehen konnte. Also ich würde ihn gar nicht als schlecht einstufen, sondern er hat einfach nicht umgehen können mit dem Geld. Ja, aber hättest du nur das an dich gedacht, was gescheiter gewesen, ne? Das meine ich. Also dieses Miteinander ist nicht immer gescheit, aber du wolltest das sagen. Aber das Klischee damals war ja auch noch so, der Mann hat das Sagen. Also ich bin ja 1961 geboren, ich bin ja nicht mehr so jung, da war das Klischee für mich schon noch, der Mann hat das Sagen. Und das kann ja auch gut gehen, beim Sepp ist gut gegangen. Ja, aber das war für mich auch so, der Mann hat das Sagen. Ja. Und das habe ich so angenommen. Bei uns ist es so, ich habe das Sagen und sie hat recht. Und sie hat die finanziellen Dinge übernommen. Ne? Wenn genug Geld da ist, dann muss man ja nicht drum streiten. Aber wenn nicht mehr genug da ist, dann wird halt erst recht gestritten. Und das erlebt Mario am eigenen Leib. Herzlich willkommen. Mario, wie war denn euer finanzielles Leben vor 5 Jahren? Ich war selbstständig. Einen gut laufenden Betrieb gehabt. Die Wirtschaftskrise hat mich dann auch erwischt. Ja. Ist auch noch gegangen. Und ja, vor 2,5 Jahren war das Ganze halt um. Was ist passiert? Ich hatte einen schweren Unfall. Bin als Unfallhelfer zusammengefahren worden. Ja, seitdem ist das Ganze halt als Flöten gegangen, was ich mir in langen Jahren harter Arbeit aufgebaut habe. Das heißt, das Unternehmen ist nicht mehr? Nein. Gibt es nicht mehr. Und welchen Verdienst hast du? Keinen. Keinen. Das heißt, deine Frau? Ist Alleinverdiener. Ist Alleinverdiener, kommt für alles auf. Ja. Und deswegen gibt es oft Streit. Es sind im Prinzip, wann hasse Diskussionen rauskommen, Frustsituationen. Entweder ist meine Frau frustriert oder ich bin frustriert, weil wir einfach hinten und vorne nicht mehr zusammenkommen.
Mhm. Weil es finanziell mit den Fixkosten einfach nicht mehr funktioniert. Wie lebt ihr? Also Wohnung oder Haus? Wir haben ein Haus in Miete seit 2 Jahren. Mhm. Also wir haben es uns verbessert. Wir haben im Prinzip die letzten 2 Jahre schauen müssen, dass wir mit den Fixkosten runterkommen. Durch den Wechsel von der Wohnung in ein Miethaus ist sogar günstiger geworden, das Ganze. Wie gesagt, man spart ein, wo es geht, weil man sieht, okay, es wird immer weniger. Und ja, irgendwann ist aber das Einsparen auch aus. Wofür gebt ihr mitunter noch Geld aus, also so Zuckerl? Wie viele Autos habt ihr? 2 Autos. 2 Autos, gut. Dann, ich weiß nicht, Computer, Fernseher? Ja, was man halt so hat, aber was das, halt so hat, ja. Das haben wir vorher sowieso gehabt schon. Aber da sagt zum Beispiel der Markus, braucht man das alles? Weil man braucht nur Essen, ein Dach über dem Kopf und was war das dritte? Zu trinken, Wasser. Ja, okay. Ich sag, das sind Anschaffungen. Und Liebe, ne? Liebe. Luft. Das sind Anschaffungen gewesen, die was ich ja vorher schon gehabt habe. Wenn ich 2 Fernseher habe, was soll ich da einsparen? Verkaufen kann ich nicht, weil ich nichts kriege. Mhm. Kann ich es mir sparen, das Ganze. Genauso mit Computern. Und wozu soll ich es verkaufen? Aber die Autos zum Beispiel braucht man nicht 2, ne? Man könnte auch aufs Fahrrad umsteigen. Nein, geht schlecht. Meine Frau fährt jeden Tag hier und zurück 60 Kilometer in die Arbeit. Gut, aber du brauchst da keins, wenn du doch aufstehst. Wofür? Weil ich permanente Termine habe. Welche, wenn du kommst? Krankenhaus, Rechtsanwälte, Gerichte und, und. Okay. Ich kenne den Mario jetzt nicht so gut, aber ich habe auch in Seminaren schon Arbeitslose sitzen gehabt, die mir erzählt haben, sie kommen Geld nicht zurande. Und dann beim Haushaltsbuch gesagt, oh, ich kenne dich jetzt persönlich nicht, aber 200 Euro im Monat für Rauchen. Also solche, da gibt es wirklich viele Fälle, die sagen... Rauchst du? Ja, okay. Aha. Aber sogar da haben wir eingespart. Wir werden Zigaretten stopfen. Kostet weniger. Man kann überall einsparen. Ja. Oder ganz aufhören. Dann. Ja. Der springende Punkt ist, liebe Gabi Fischer, warum viele Paare ums Finanzielle streiten. Worum geht es da in Wirklichkeit? Also die Motivation, warum um Geld gestritten wird, ist mannigfaltig. Ja? Also das eine ist zum Beispiel, dass einer der Partner oder die Partnerin ganz einfach mehr Geld ausgibt, als das Budget gerade ermöglicht. Und dann gibt es einen Konflikt. Oder das Budget wird so belastet, ohne dass es vorher abgesprochen wird. Dann gibt es immer wieder Konflikte um Geld, wie wir auch von Mario gehört haben, wenn es um die Existenz geht. Ja, wenn die Existenz bedroht ist, das frustriert, das deprimiert, das setzt herab. Und dann passiert sehr oft, dass Schuldzuweisungen passieren in der Frustration. Gar nicht, weil man den anderen nicht mag, sondern weil man so irgendwie so verzweifelt ist. Und dann wird auch gestritten. Und sehr oft ist aber das Thema Geld eigentlich nur... Ein Platzhalter für was anderes, so wie ein Nebenkriegsschauplatz. Es wird um Geld diskutiert oder gestritten, aber es geht sehr oft um Wertschätzung, es geht um Aufmerksamkeit, es geht auch oft um Macht, ja, und ums Recht haben. Es geht nicht immer direkt um das Geld. Also ich glaube nicht, dass man die Liebe, den Grad der Liebe messen kann am Konto, sondern eher am Umgang miteinander, würde ich sagen, ja. Ich glaube, dass es, wenn es getrennte Konten gibt, vorher eine Klarheit passieren muss, wie geht man mit den gemeinsamen Zahlungen um. Mhm. Ja, so dass es keine Ungerechtigkeit gibt. Und wenn es ein Gemeinschaftskonto gibt, dann auch, wie bis zu welchem Betrag darf jeder jeweilige abheben, ohne dass er dem anderen gleich Rechenschaft geben muss. Ich meine, schön, wenn jetzt wer lange zusammen ist und wenn man sich das schön eingeteilt hat. Aber wie macht man das am Anfang, ja? So in der ersten Zeit, ja, die Maria zum Beispiel hat über Telepathie, vielleicht tut sich da jetzt was mit dem Mann am Waldesrand, aber wie wird das dann sein, wenn man über Geld redet? Ab wann soll man was sagen? Also beim ersten Mal gemeinsam essen wird man nicht sagen, du pass auf, wir machen am besten ein Gemeinschaftskonto, ja. Jetzt gibt jeder 10 Euro, komm und dann zahlen wir das gemeinsam. Ist komisch, weil das würde jede Romantik töten. Aber ab wann sollte man sagen, pass auf, wie machen wir das mit dem Geld? Weil... Ab dem Zeitpunkt, wo angesprochen wird, wollen wir möglicherweise zusammenleben. Ja? Oder hast du Lust, dass wir zusammenziehen oder dass wir uns ein Haus bauen, kaufen, mieten, wie auch immer. Und da muss das geklärt werden. Weil alles, was vorher ist, ist ein bisschen unromantisch, über Geld zu reden. Aber alles, was ich vorher kläre, muss ich nachher dann nicht in Konflikten mir erstreiten oder bin so frustriert, weil es nicht funktioniert. Also Klarheit verschafft schon auch einen Durchblick. Und dann weiß ich auch, wie tickt der andere, wenn man sie nur trifft zum Kaffee,
Kaffee ist es jetzt keine Schwierigkeit, dass einmal der eine und einmal der andere zahlt den Kaffee. Aber ein Haus zu kaufen und vielleicht nicht verheiratet zu sein, da sollte man schon überlegen, wem gehört das dann, wer zahlt was. Am besten, der bleibt am Waldesrand und Sie in Ihrer Wohnung. Also, punktum. Wir sind jetzt bei der Maria. Ja. Maria, ich meine, ich bin ganz, ganz beeindruckt von deinen telepathischen Kenntnissen. Das geht nur manchmal. Gut. Das geht mit also, ganz wenigen Menschen nur. Mhm. Es ist halt das Problem, es ist mit dem 2008 auch nur ganz kurz gegangen. Ja? Der hat es vielleicht nicht so drauf, die Telepathie wie du. Ich würde mich eher umschauen, um jemanden, wo es nicht nur telepathisch geht, sondern wo er auch von Angesicht zu Angesicht das sagt. Ja? Also die Telepathie dann bestätigt wird. Dann denke ich mir, macht das mehr Sinn. Das war 2008, der am Waldesrand kann schon öfter spazieren gegangen sein und da auch wieder eine Frau mit Hund getroffen haben. Also ich wünsche dir... Kann er, ja. Ja, also ich wünsche mir eher für dich, dass du dich da so umschaust, ja, dass es in der Nähe ist, dann musst du auch nicht überlegen, ob du wegziehst, du hast eine Eigentumswohnung, die kannst du auch nutzen, ja. Also ich glaube, du bist sehr gesprächsbereit, du bist sehr offen, also du wirst sicherlich einen lieben Mann finden. Und ich find's toll, was du alles dazugelernt hast, dass du dem Nächsten sicher keinen Kreditvertrag mehr unterschreibst und auch nicht dein ganzes Geld ablieferst. Wir haben gelernt von dir. Natürlich. Ja? Also ein bisschen was haben wir ja heute gehört, wie das ist mit den getrennten Konten oder mit der Gemeinschaftskasse. Aber meine Herren, lassen Sie sich eines sagen. Wurscht, jede Frau, ja, völlig egal, will beim ersten romantischen Date am Ende des Essens nicht hören, wenn der Kellner die Rechnung bringt, wir zahlen getrennt, denn das trennt so einiges. Baba. Es soll ja ein altes Leid der Frauen sein. Frauen wollen immer alles planen. Dann planen sie ihren Auftritt bei Barbara und rufen sie an 0900 91 00 98.